Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Wir haben alle die schrecklichen Bilder der Ebola-Epidemie aus den Medien vor Augen. 8.000 Menschen sind dieser Tragödie bereits zum Opfer gefallen. 8.000 Menschen zu viel. Das Ziel des CDU-Antrages, unserem Partnerland Ghana in der Krise unsere Solidarität zu versichern und auch Taten folgen zu lassen, unterstützen wir Piraten selbstverständlich. Ich möchte an der Stelle jetzt aber nicht in die Diskussion über die Sinnhaftigkeit von Entwicklungspolitik auf Landesebene einsteigen oder in eine Generaldebatte, wie das hier eben versucht wurde, sondern schon auf den Antrag. Aber erlaube mir an der Stelle den Blick dann etwas auf den globalen Kontext zu richten. Und an der Stelle reicht es dann nicht, sich allein mit dem Krankheitserreger und seiner Eindämmung zu beschäftigen, denn die Ursachen dieser Krise liegen ja durchaus tiefer. Hier müssen wir auch über politische Fehlsteuerungen und Systemfehler sprechen, die für das menschliche Leid auch bei der Ebola-Epidemie mitverantwortlich sind. Die Geschehnisse in Westafrika stellen dem Weltgesundheitssystem ein vernichtendes Urteil aus. Frau Asch hat es eben bereits kurz angeschnitten. Denn es zeigt sich, die gesundheitspolitischen Rahmenbedingungen dienen oftmals weniger dem Allgemeinwohl als vielmehr den monetären Interessen der Pharmalobby. Weltweit sterben pro Jahr fast 13 Millionen Menschen an Krankheiten, die eigentlich behandelbar wären. An AIDS, Tuberkulose, Malaria oder anderen armutsbedingten Krankheiten müssen Menschen nicht sterben, wenn sie richtig medizinisch versorgt werden. Ein Drittel dieser Patienten stirbt, weil sie keinen Zugang zu den dringend notwendigen Medikamenten erhalten. Um die medizinischen Probleme der Dritten Welt kümmert sich die Pharmawirtschaft nicht. Viel lukrativer ist es für sie, den Fokus auf Scheininnovationen für westliche Zivilisationskrankheiten zu legen. Denn hier kann man Kasse machen. Aber für 90% der Gesundheitsprobleme in der Welt stehen gerade mal 10% der Forschungsmittel zur Verfügung. Das ist absurd. Und danke schön. Und die politischen Machthaber mischen ordentlich mit. Insbesondere westliche Regierungen haben seit langem durchgesetzt, dass lebensrettende Medikamente unter strengem Patentschutz stehen. Für Betroffene im globalen Süden werden diese Medikamente damit unerschwinglich. Sagen wir, wie es ist, die politischen Rahmenbedingungen schützen die Pharmaindustrie vor ihrer moralischen Pflicht. Und da schließt sich der Kreis. Denn Forscher sagen, dass auch Medikamente zur Bekämpfung von Ebola längst hätten entwickelt werden können. Wie es auch gehen könnte, zeigt dagegen Indien. Ein Gerichtsurteil hat dafür gesorgt, dass im Jahre 2012 Indien seinen Markt für Generika zumindest teilweise geöffnet hat, immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. Der massive Protest der Pharmalobby aus den Industrienationen blieb natürlich nicht aus. Ich komme damit zum Schluss. Wir Piraten bleiben dabei. Der Patentclinch, diese tödliche Umklammerung des globalen Südens durch Arzneipatente, muss politisch aufgebrochen werden. Vor allem durch die Einrichtung einfacherer, innovationsfördernder Lizenzsysteme im Gesundheitsbereich. Die politischen und rechtlichen Bedingungen müssen so ausgestaltet werden, dass Forschungsinnovation und breiter Zugang zu Medikamenten für alle Menschen, auch in unserer Partnerregion, möglich ist. Wir können dem Antrag einiges abgewinnen und werden ihn gerne im Ausschuss diskutieren, doch er sollte auch in einen globalen Kontext gesetzt werden. Daran werden wir mitarbeiten. Vielen Dank.